Einen wunderschönen guten Tag, liebe Minecraft-Freunde. Heute gibt es die Facecam mal mit Kapuze im Gangster-Modus, weil ich bin eben erst aufgestanden. Meine Haare stehen noch in alle Richtungen ab. Ich habe keine Mütze gefunden, die ich aufsetzen konnte. Deswegen mit Kapuze im Gangster-Modus. Ich hoffe, das stört euch nicht. Und wenn doch, dann müsst ihr jetzt für die nächsten, ja, sagen wir mal 15 Minuten so eure Hand so dahin tun, so damit ihr das nicht sehen müsst. So, was habe ich heute vor in der Folge? Nicht viel. Schon wieder ohne Frau Hannibal, weil wir nicht aufgenommen haben gestern, sondern gestreamt haben. Wer das verpasst hat, kann sich das nachträglich angucken auf twitch.tv/hannibalgames. Da kann man sich alte Streams immer nochmal angucken. War recht witzig. Wir sind gestern fast in so einer Höhle verreckt, weil wir ständig von irgendwelchen Giftspinnen oder sowas angegriffen wurden. Und ich guck mal gerade, OBS und so läuft alles schön. Kopfhörer sitzen ein bisschen schief, aber gut. Ich habe beschlossen, weil wir ja hinter unserem Haus hier quasi noch so viele Bäume haben, dass ich die erstmal noch ein bisschen abholzen werde jetzt. Und, okay, dass ich die jetzt abholzen werde. Und dabei hatte ich nämlich noch ein paar alte Fragen, die ihr gestellt habt, rausgesucht auf Twitter, weil ich da euch irgendwie vor geraumer Zeit mal nach neuen Wuschelkraft-Fragen gefragt habe für das normale Minecraft-Let's Play, da ich im Moment aber irgendwie schwer auf diesem Server hier beschäftigt bin, weil ich irgendwie mehr Lust darauf habe, hier zu spielen im Moment, dachte ich, ich beantworte die mal hier und nebenbei klatschen wir Holz. Dann ist das für euch nicht so langweilig zum Zugucken, ich habe was zu erzählen. Und ja, ich blende die erste Frage auch mal kurz ein, und zwar war das von The Kuromo Ei. Eine simple Frage. Du hast ja ein Pferd. Wie hast du dies bekommen? Beziehungsweise wie ist die Vorgeschichte? Ich lasse euch die Frage mal da unten eingeblendet. Die stört ja nicht, weil wir im Moment eh die Axt nur ausgewählt haben. Wie bin ich zu meinem Pferd gekommen? Das ist eigentlich eine simple, aber längere Geschichte. Und zwar fing das an, ich habe meinen 10. Geburtstag damals auf einem Reiterhof gefeiert. Er hatte vorher auch schon so ein paar Reitstunden gehabt und alles, aber das war jetzt nichts Dolles. Und dann habe ich da meinen Geburtstag gefeiert mit meinen Freundinnen. Da haben wir halt die Pferdchen geputzt und sowas alles. Und haben dann quasi so einen geführten Ausritt gemacht. Also wir saßen drauf und dann von den Helfern, die da gearbeitet haben, haben sie uns auf den Pferden dann geführt. Und weil ich vorher bei meinen Reitstunden, die ich eben vorher hatte, glaube ich, 3 Stunden hintereinander richtig derbe vom Pferd geflogen bin, hatte ich so ein bisschen, also ich mochte Pferde immer noch sehr gerne, aber ich hatte dann doch so ein bisschen, sag mal, was willst du denn hier, gehen Sie mal, hallo, danke. Hatte ich dann doch so ein bisschen Respekt vor den Tieren und, hier war der. Nun, dann habe ich gefragt, ob ich ein ganz, ganz liebes Pferd bekommen könnte. Und da wurde mir dann eben der Wuschel empfohlen, wo ich dachte, ja, klingt plausibel. Wuschel ist bestimmt ein liebes Pferd. Dann habe ich mich so ein bisschen in den verguckt und dann habe ich auf dem Reiterhof auch ganz, 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 ganz oft Ferien gemacht. Wirklich so, ich glaube, bis zu meinem, ich weiß gar nicht, wie alt war ich da, 17 oder so? Fast 18, glaube ich. Wirklich war ich fast jede Ferien da, dann halt die ersten paar Jahre als Ferienkind und dann irgendwann eben auch so als Ferienkind Betreuer und sowas alles. Dann habe ich irgendwann noch angefangen, da Reitstunden zu nehmen, was eigentlich immer noch voll krass ist, weil der Hof echt nicht so nah an uns dran war. Also ich glaube, das waren für meine Mama, war das früher Hin- und Rückfahrt immer beides fast zusammen 30 Kilometer oder sowas. Also das war schon krass. Und ja, dann irgendwann hat der Hof zugemacht und die Tochter von denen, die der gehört hat, hat sich quasi mit einem ganzen Haufen Pferde dann selbstständig gemacht, das ist sogar ganz bei mir in der Nähe. Und ich dachte erst so, ja geil, hast du dein Pferdchen ja, das war ja zu dem Zeitpunkt einfach nur mein Pflegepferd, hast du das dann ja voll nah bei dir stehen, voll geil, ja Pustekuchen, die Besitzer haben genau das Pferd mit zu ihrem neuen Wohnort genommen, weil sie da vielleicht noch so ein bisschen, ja auch sowas wie Kindergeburtstage und sowas halt machen wollen, so wie ich das da halt früher mit meinen Freundinnen gefeiert habe. Und ja, da mein Pferd eben so lieb und unkompliziert war, und da ist ein Creeper, den wir jetzt erstmal wegmachen. Und ja, dann haben sie halt genau das mitgenommen. Da war ich super traurig. Also ich habe da, glaube ich, echt ein paar Tage durchgeheult, dann, als der abgeholt wurde. Vor allem, weil er eben erst noch mit auf den Hof von meiner damaligen Reitlehrerin gekommen ist für so
zwei, drei Monate oder so, bis das mit dem Umzug quasi alles geregelt war und ich in der Zeit quasi wirklich wie mein eigenes Pferd behandeln konnte, war das dann doch ein bisschen blöd alles. Und dann war ja insgesamt, war der ein Jahr oder so, war er dann weg. Und dann wollten die Besitzer halt doch nicht mehr so mit den Pferden und alles und wollten den verkaufen dann. Und dann habe ich natürlich meine Chance ergriffen und habe meinen Papi so lange angebettelt, bis er ja gesagt hat. Oh, Papa, du musst doch gar nicht bezahlen. Ich bezahle alles alleine. Was natürlich eine Lüge war, definitiv. aber ja, im Prinzip hat das dann Gott sei Dank geklappt und so ist es dann halt mein Pferdchen geworden. Also ich kenne das Tier jetzt schon seit jetzt mittlerweile sind es fast 13 Jahre. Und das ist mein Schätzelein und das ist mittlerweile auch schon ein Opi. Also so richtig mega viel Reiten und alles geht da nicht mehr, weil der ist halt auch ein bisschen krank und so. Aber es ist trotzdem, ich glaube, wer wirklich fast 10 Jahre seines Lebens als Schulpferd für kleine Kiddies gedient hat, der hat es dann verdient, ein schönes Rentnerleben zu haben. Und da tue ich mein Bestes, um ihm das zu ermöglichen. So, jetzt gehe ich mal gerade eben irgendwie Holzwerk bringen und kurz ins Haus und so. Weil wenn ich sonst gleich die nächste Frage einblende, sehe ich das schon, dass genau dann ein Creeper um die Ecke geschlürt kommt. Das fände ich nicht so fesch. Hier, zu. Das war die erste Frage. Und dann habe ich noch, warum leckt die Webcam gerade so? Es ist voll hell hier im Zimmer. Finde ich nicht okay. Naja, auch egal. Kann man jetzt nicht ändern. Frage Nummer 2 ist von Jonas. Wie findest du, hängen Noten in der Schule vom Lehrer ab? Ich finde, dass Noten in der Schule definitiv recht lehrerabhängig sind. Also ich meine, man kann halt sagen, von wegen gut, wenn man einfach schlecht in einem Fach ist und das nicht versteht und da auch keine Arbeit reinsteckt, dann ist man eben selber schuld, wenn das mal nicht ganz so toll läuft. Und dann da kann der Lehrer dann auch wenig für. Klar, es ist dann halt sein Job. Huch. Irgendwas klingelt hier die ganze Zeit im Hintergrund. Ist das mein Handy? Nein, das ist nicht mein Handy. Naja. Und dann, klar, es ist der Job von dem Lehrer, einem das beizubringen und so. Aber wie gesagt, mit manchen Fächern hat man da halt eben Probleme. Aber es gibt natürlich auch, gerade in so Fächern, wo es nicht wirklich richtig und falsch gibt, ist das immer schwierig. Weil zum Beispiel, wenn ich eine Matheaufgabe rechne, dann gibt es da vielleicht verschiedene Lösungsansätze, aber im Prinzip gibt es nur ein Ergebnis, was richtig ist. Und da lässt sich dann halt nicht groß diskutieren. Da kann man vielleicht ein paar Teilpunkte abziehen, weil der Rechenweg entweder nicht ganz so schön ist oder was weiß ich nicht was. Aber im Endeffekt hat man da nicht so viel Auswahl zwischen richtig und falsch. Und dann hat man eben so Fächer wie Deutsch oder Englisch oder sowas, wo man ja auch ganz, ganz oft Sachen interpretieren muss und analysieren muss. Und dann gibt es ja immer dieses Beispiel, dass man sagt von wegen, ja, wenn der Dichter damals geschrieben hat, das Wasser ist blau, dann interpretiert man da heutzutage irgendwelche Sachen rein von wegen Trauer und was weiß ich nicht alles. Dabei meinte der Dichter vielleicht wirklich einfach nur, dass das Wasser blau ist. Und eben sowas, das ist dann unglaubliche Auslegungssache vom Lehrer. Und da kann das dann halt auch schon mal zu Stress führen. Wenn man da unterschiedlicher Meinung ist. Und ich glaube, das ist klar, das ist sowohl für den Lehrer super schwer als auch für den Schüler, weil wenn ich etwas interpretiere oder so, dann interpretiere ich das eben so. Und da gibt es dann eben eigentlich auch kein richtig und falsch. Zum Beispiel könnte ich jetzt interpretieren, dass dieser Zombie hier ein aggressives Arschloch ist, genauso wie der da. Und der fühlt sich unglaublich cool, weil er eine Krone und eine Glitzerrüstung hat. Ist er aber nicht. Mein Lehrer könnte jetzt aber sagen, dieser Zombie ist einfach ein reicher, wohlhabender Mensch, der jetzt hier seine Untertanen losschickt, um ungerechte Menschen wie mich, der einfach Zombies klatscht, umzubringen. Das sind zwei Interpretationen davon, wie dieser Zombie jetzt drauf sein kann. Es gibt da kein richtig oder falsch, genauso wie dieser Creeper, der sich bitte nicht in der Nähe von unserem Haus hier rumtreibt. Und bei sowas ist es dann schon echt schwer, oder es gibt dann halt auch immer diese unterschiedlichen Fälle,
gerade bei sowas wie bei mündlicher Beteiligung oder sowas, dass man da komplett unterschiedlicher Meinung ist, dann sagt man, ja, ich habe mich aber mindestens doppelt so oft gemeldet wie Person A. Person A kriegt jetzt aber eine 2+ und ich nur eine 2-. Dann sagt sich der Lehrer von wegen, nee, das habe ich aber anders gesehen. Vielleicht waren die Beiträge, die Person A geleistet hat, dann auch einfach qualitativ irgendwie wertvoller als das, was man selber gesagt hat. Und so entsteht das eben. Und so entstehen dann eben auch diese Unklarheiten, die es dabei immer gibt. Und also ich glaube schon, dass die Noten sehr vom Lehrer abhängig sein können. Ich glaube aber auch, dass man da als Schüler teilweise einfach mal versuchen muss, sich auch in die Position des Lehrers hineinzuversetzen. Also das ist auch eine Sache, die gilt für beide Parteien. Der Lehrer muss sich eben auch in den Schüler hineinversetzen können. Und andersrum. Ich glaube, sonst werden da auf ewig irgendwelche Missverständnisse rumkursieren. Und es ist schon schwierig, finde ich. Wie lange geht die Aufnahme? Schon 10 Minuten. Ja. Ich habe jetzt übrigens Optifine installiert. Das läuft jetzt alles viel flüssiger. Klar, die Mitte leckt immer noch ein bisschen, weil, wie gesagt, die ist einfach total voll bebaut. Aber... Ne, was will man großartig machen? Da ist wer, weil jetzt kann ich auch zoomen. Das ist Zektus, ne? Nämlich, ich zoome und sehe, es ist Zektus. Genau. Zektus? Achso, ich dachte, ich hätte gerade eine Tür gehört. Genau, und das war's erstmal mit den beiden Fragen, die ich mir für diese Folge quasi rausgesucht hatte. Die anderen haben sich inzwischen schon ein bisschen von selbst beantwortet. Es war noch eine Frage, ob ich wieder Content zu Guild Wars 2 auf meinem Kanal bringe. Wer es noch nicht mitgekriegt hat, ja, mache ich inzwischen schon 3 Folgen. Könnt ihr euch ja gerne mal anschauen, wenn es euch interessiert. Und die andere Frage war, ob ich Rollenspiele bringen werde. Und Guild Wars ist ja quasi so eine Art Rollenspiel. Ist eben ein MMO-Rollenspiel. Und was anderes in die Richtung wird es da erstmal nicht geben. Also ich denke mal, wie gesagt, Life is Strange wird auf jeden Fall noch kommen auf meinem Kanal demnächst. Danach würde ich gerne Edna bricht aus auf jeden Fall noch spielen. Und dann haben wir, glaube ich, auch erstmal genug Projekte. Ich muss dann halt mal gucken, dass ich mit irgendeinem von den ganzen Endlos-Projekten wie eben Isaac oder Garden Warfare oder sowas eben ein bisschen kürzer trete, weil so viel schaffe ich dann doch nicht. Vermutlich wird es Garden Warfare sein, weil Isaac macht mir im Moment, es macht mir beide Spaß, aber Isaac macht mir im Moment noch mehr Spaß und es ist für mich einfacher hochzuladen, weil die Dateien unglaublich klein bleiben und richtig schnell hochgeladen sind und das ist dann halt immer ganz nett. Ich gucke mich mal jetzt noch ein bisschen in der Farmwelt um, ich weiß nicht, inwieweit ich das noch aufnehme oder nicht, mal gucken. Und wenn ihr noch Fragen habt, dürft ihr die auch gerne entweder hier unter dem Video oder mir auf Twitter unter dem Hashtag Wuschelkraft schicken. Ich kann nicht, dass ihr hier gerade nochmal die zweite Frage einblenden. Da seht ihr das. Da am Ende Wuschelkraft. Da könnt ihr sehen, wie das heißt. Das ist so mein Minecraft. Dr. Banks, hallo. Frage-Tag. Und da gucke ich dann auch immer regelmäßig nach, eben hier unter dem Video oder am besten auf Twitter, da bin ich dann doch noch ein bisschen, da übersehe ich das weniger schnell, weil ich mir da extra so eine eigene Spalte für eingerichtet habe, für das Hashtag. Und dann, was ist das denn schon wieder? Nee, das letzte Mal, als wir so eine Farmwelt hatten, bin ich danach irgendwo auf so einen Wassertempel gestoßen und fast verreckt. Nee. Das ist dann auch für mich das Zeichen, dass wir für heute erstmal Schluss machen. Ich denke mal, 13 Minuten sind ja auch okay. Ich habe 2 Fragen beantwortet. Ich habe ordentlich viel Holz. Da kann Frau Honeyball dann auch nicht mehr meckern. Und wir haben beschlossen, dass wir unser Haus jetzt fertig bauen. Und es war natürlich klar, Frau Honeyball wird diese Seite hier beziehen, die schon fast fertig ist. Das heißt, ich muss mir da hinten mein Ding jetzt noch ausbauen. haben wir Post? Oh, wir haben Post. 2 Möhren. Das ist immer noch das Buch von Honeyball. Ich habe meins da schon rausgenommen. Ja, lassen Sie uns mal hier in Ruhe, bitte. Dankeschön. Und mit dieser feierlichen Musik werde ich mich dann auch Richtung Aufnahmeende begeben. Und ich würde sagen, wir sehen uns einfach das nächste Mal wieder bei Minecraft Leben. Und bis dahin. Tschüss.